Wir hatten eine lange Debatte heute während der Vollversammlung. Und das Hauptthema war die Ukraine. Wir hatten darüber hinaus noch eine informelle Sitzung speziell zur Ukraine. Das heißt also, dass das Thema der Ukraine heute das dominierende Thema der Gespräche überhaupt war bei diesem Treffen der Außenminister des Europarates. Die beiden Hauptthemen, die beiden Hauptergebnisse, die wir erreicht haben im Laufe dieser Debatte, sind erstens: Wir müssen die Deeskalation weiter fortsetzen, müssen weiter dafür sorgen, dass die Situation dort deeskaliert, infolge auch der Verpflichtungen, die alle übernommen haben in der Genfer Erklärung vom 17. April. Und wir haben auch eine ganze Liste von bereits erledigten Aufgaben, die die ukrainische Regierung schon erledigt hat. Zum Zweiten haben wir gesagt, kurzfristig muss jetzt die Priorität die folgende sein in der Ukraine. Die Präsidentschaftswahlen müssen vorbereitet werden. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir genau dieses Verfahren der Vorbereitung der Präsidentschaftswahlen alle gemeinsam unterstützen werden, damit diese Präsidentschaftswahlen am 25. Mai 2014 stattfinden können. Wir haben alle anwesenden Partner gebeten, auch internationale Beobachter in die Ukraine zu entsenden als Wahlbeobachter für diese Präsidentschaftswahl. Und wir haben alle Partner ebenfalls gebeten, jetzt alles Menschenerdenkliche zu tun, um hier Bedrohungen und Provokationen von außen, die von Russland ausgehen, zu bekämpfen, damit diese Präsidentschaftswahlen in freier und demokratischer Weise stattfinden können.